Hier könnte ich wahrscheinlich runter. Wir gehen einfach den Weg entlang. Wie wär's denn damit? Mhm. Hey, Catchy. Ja, bitte? Catchy? Mir ist langweilig. Erzähl uns was über Shinra. Hast doch bestimmt geheime Infos. Geheime Infos habe ich nicht, aber mit Gerüchten kann ich dienen. Zum Beispiel? Momentan tratschen die Mitarbeiter vor allem über den Direktor. Zum Beispiel darüber, wer seinen schicken weißen Anzug designt hat. Wow. Langweilig. Was für eine Story. Phils Lagerraum. Zwei Schätze. Ist das der Pilzlagerraum? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher hier. Zwei Kisten also. Die sind bestimmt massiv gut versteckt. Was? Segen des Planeten? Passt nicht mehr. Jungfernkuss. Dreimal. Super versteckt, die Dinger. Klasse. Ich hätte die fast verpasst. Okay. Segen des Planeten war das, ne? Ja, da haben wir 99 Stück. Schade, dass wir nicht irgendwie so ein Lagerhaus haben, wo man Sachen halt reinstecken kann. Schon blöd. Heiltrank? Nee, Moment. Ich brauche was anderes. Segen des Planeten. Hier. Wir können... Ja, wir machen mal 7 Stück. Mix Supertrank können wir auch machen, aber... Hier, Heilspray. Ich nehme Heilspray. Nämlich, wir machen die volle Stückzahl. Und weiter geht's. Ja, das war ein netter Raum voller Kisten, die super versteckt waren. Oh, hier wollte er uns hinführen. Na, du Kleiner. Ich helf dir mal. Ich mach dir Beine. Vielen Dank für die Tour hier zur Haltestelle. Ich danke dir, mein Kleiner. Komm her. Komm bloß her. Ich muss dich knuddeln. Ja. Das gefällt dir doch. So. Vielen Dank. Wir gehen weiter. Immer weiter den Weg entlang. Wir schauen links und rechts, ob es irgendwas zu finden gibt. Ansonsten würde ich schon sehr gerne zu dem Reaktor kommen. Und es sind immer noch knapp 500 Meter. Das ist... Hat da nicht irgendjemand mal gesagt, das ist ein kurzer Marsch? Immer diese Lügenbarone hier. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Okay, das ist noch ein Stück. Ja, ja. Oh. Das hätte ich ruhig mal machen können. Wie kommt man denn da hin? Hier drüber, ne? Scheiße, okay, nächstes Mal. Wenn wir nochmal da sind. Oh, Moment, ist hier kein Weg? Aber man hätte auch springen können. Sag das doch! Hi! Kimada Mimikry. Direkt mal analysieren. Und Spitzzahn. Ich hoffe, ich erwische beide. Ja, ich habe beide erwischt, ne? Spitzzahn. Dieses pflanzenähnliche Wesen ist Teil des Ökosystems von Wäldern. Es entzieht dem Boden Nährstoffe, beginnt zu wuchern und zeigt besonders während der Blütezeit einen für Pflanzen eher untypisch großen Appetit. Wirksam natürlich Feuer, weil es eine Pflanze ist. So, und der andere ist hier. Kimara Mimikry. Dieses Rieseninsekt ist in Waldregionen heimisch und sieht aus wie eine missratene Kreuzung diverser Insektenarten. Es tarnt sich als Pflanze, um Insekten oder Kleinlebewesen anzulocken, die es sich anschließend einverleibt. Wie kann sich dieses Ding denn als Pflanze tarnen? Wie geht das denn? Eis und Blitz wirksam, okay? Oh, Spitzzahn, mach keinen Fehler. Shit. Kein Licht gibt's. Ich mach mal Feuer auf Spitzzahn.
Keine große Sache. Sehr gut. Haben wir direkt das Insekt miterledigt. Was gibt's denn hier für Materialien? Sind das andere? Nein. Perlingwer, Salbei, das alles dasselbe. Alles beim Alten. Hier ist noch so ein Ding. Für Flucht ist es zu spät. Der hat gesessen. Blitz war hier, ne? Küss mich. Was denn? Küss mich. Zack. Ich muss im Moment nicht drauf gehen. Nicht umbringen. Kein Übermut. Der gute Direktor war schon immer der Meinung, dass Größe einfach besser ist. Worüber reden die da während dem Kampf? Hört euch nur diesen Schoßhund und seine Geschichten über Papa Shinra an. Schoßkatze, bitte. Sicher auch eine große. Okay, wir haben da über irgendwas geredet, über Shinra, aber ich habe es leider nicht mitbekommen, weil ich mitten im Kampf war, Mann. Das gibt's ja nicht. Okay, hier haben wir nichts. Dann gehen wir einfach den Fackeln hinterher, ne? Ich glaube, die führen uns so ein bisschen hier durch. Ich sehe gerade, Schokobo kann ich nicht rufen, aber ich glaube, hier gibt es die Möglichkeit. Eisenerz. Synthese. Was kann ich denn mit Eisenerz anstellen? Wahrscheinlich eher sowas hier, ne? Nein. Oh, Talisman der Dryaden. Aber dafür brauche ich kein Eisenerz. Auch nicht. Megalodon-Armreif. Das könnten wir verbessern für die gute Yuffie. Vielleicht mache ich das einfach. Macht ja Sinn. So, aber wofür brauche ich denn Eisenerz? Eisenerz, hier. Kann mich aber nicht erstellen. Hier, das können wir nutzen. Für Schutzstiefel, aber die kann ich nicht gebrauchen. Das ist doch scheiße. Das hier vielleicht. Überlebensweste. Aber kein Eisenerz. Ist schon blöd. Meditationstalisman. Ich würde gerne Sachen herstellen, die ich noch nicht hergestellt habe, weil dann kriegen wir auch diese Synthesestufe nach oben. Zinkerz, weißt du was? Ich suche jetzt das hier. Ich mache jetzt einfach Schutzstiefel. Einfach nur, um die Synthesestufe nach oben zu hauen. Ich hoffe, das hat Hat da nichts sich geändert? Nein? Ich dachte, safe, das ändert sich. Korallentalisman, reife Eiche, aber kein Eisenerz. Schal des Grolls. Königlicher Tomberry-Umhang. Oh. Seelenohrring kann ich nicht herstellen, aber das hier schon. Das würde sogar der guten Tifa oder Barret würde das auch passen. Was macht es denn? Ein Schal, der den Groll anderer in einen Segen für den Träger verwandelt. Ich stell's mal her. Warum auch nicht? Wir haben ja den königlichen Tomberry-Umhang. Die bringen uns alle nichts, die Sachen. Zinkerz, Amethyst. Ja, ich stell mal den hier her, den Talisman. 40 EP immerhin. O-Ring auch. Komm. Haben wir auch noch nicht gemacht. Synthesestufe geht nach oben. Ja. Was soll's. Ausrüstung Materia. So, für tiefer. Schutzweste Typ 2 nicht, sondern was haben wir bekommen? Was war das nochmal? Hier, der Schal des Grolls. Erhöht die Vitalität und Willenskraft um jeweils 30 und schützt während des Kampfes vollständig vor sofortigem Tod.
Das hätten wir gebrauchen können gegen den Tomberry-König. Kam jetzt ein bisschen spät. Egal. Nächstes Mal. So, okay, Zinkerz haben wir, oder Eisenerz haben wir jetzt ein bisschen was verbraten. Das heißt, das können wir wieder sammeln. Da hinten ist noch irgendwas. Aber ich sehe nicht was. Wir sind eh gleich da. Lass uns schauen, was dieses Dorf so zu bieten hat. Da werden wir safe auch Aufgaben bekommen. Und wir müssen dann die Welt erkunden. Und das würde ich gerne tun. Was ist das? Ja. Klar. Wusstest du, dass Waldschokobos Pilze als Sprungbrett nutzen? Cool. Nee, wusste ich nicht, aber jetzt weiß ich's. Vielen Dank, lieber Chadley. Wir brauchen ja also eine Schokobo. Wir haben aber kein Schokobo. Weil wir noch keine Farm gefunden haben, ne? Also, jetzt ist es bis Gongaga nicht mehr weit. Klasse. Nichts wie hin. Auf riesigen Kohldamm. Ich hoffe, du magst Pilzpfanne. Oh ja, sehr sogar. Pilzpfanne. Mega geil. Okay, gleich immer da. 100 Meter. Wie sieht's denn hier so aus? Okay, das ist sehr pilzig. Gongaga. Gonga-Pilze. Und gleich so viele auf einmal. Ja, was ist damit? In Midgar kosten die ein kleines Vermögen. Aber hier wachsen sie überall. Ja, dann lass doch mal ein paar... Verstehe. Pflücken. Oh oh. Die Dorfbewohner. Komm mit ihren Heugabeln. Was habt ihr hier zu suchen? Oh la la. Hola, Senorita. Was? Was ist? Kennen Sie sich? Vergiss es. Hab dich mit jemandem verwechselt. Wer ist das? Jetzt sagt mir, wer ihr seid. Und was ihr hier wollt. Wie Mitglieder des Forschungstrupps seht ihr nicht aus. Wir wollen den Reaktor sehen. Besichtigen, meine ich. Einfach die Pilze mitgenommen. Jetzt gönn uns doch was. Dann willkommen in Gongaga. Ja, danke. Wer bist du? Ich bin Cisney, Chefin der Jugendwehr. Wir wollten euch nicht erschrecken. Aber wir bewachen das Dorf. Finde ich gut. Zurück auf eure Posten. Ma'am! Ich hätte euch zerfleischt, das ist euch schon klar, ne? Von dem Hügel aus könnt ihr den Reaktor gut sehen. Okay. Da ist auch die Gedenkstätte. Besten Dank! Die Gedenkstätte? Hier lang. Was für eine Gedenkstätte? Stätte. Hier lang? Das heißt, ich kann hier nicht lang, ne? Zum Hügel geht's hier lang. Immer mir nach. Okay, Open World Game. Vielen Dank. Unser Dorf ist ein ruhiger und friedlicher Ort. Und das soll auch so bleiben. Natürlich. Deswegen sind wir ja mit unseren Riesenschwertern und Kanonen hier. Die Natur ringsum schützt uns. Allerdings sorgt sie auch dafür, dass wir kaum Besucher bekommen. Ich weiß nicht, wann sich zuletzt jemand hierher verirrt hat. Vor ungefähr einer Minute. Und ihr habt uns direkt mit Prügel gedroht. Gedenkstätte, aber wofür? Weil der Reaktor explodiert ist? Wahrscheinlich, ne? Vielen Dank. Was ist das? Vor 3 Jahren ist der Reaktor hier explodiert. Okay. Die Anlage Gedenkstätte war hoffnungslos veraltet. Hätte man sie nur regelmäßig gewartet, wäre dieser Unfall nie passiert. Typisch Shinra wieder. Immer dasselbe. Aber sie haben auch die Gedenkstätte errichtet.
Oh. Sieht denen gar nicht ähnlich, so ein Denkmal. Das Team für den Wiederaufbau hat sich ins Zeug gelegt. Nicht? So ein hübscher Stein. Spricht sie aber trotzdem nicht von ihren Sünden frei. Nope. Ihr seid doch sicher müde. Bevor ihr zum Reaktor geht, solltet ihr euch ausruhen. Lieben gern. Das dort ist mein Haus. Es gibt auch ein Gästezimmer. Da. Nutzt ich dachte, es ruhig. Der Hügel. Na, das Angebot nehme ich gerne an. Ein Gästezimmer für alle. Ich werde mich etwas im Dorf umsehen. Okay. Jeder geht seinen Weg. Eine Pause würde dir auch gut tun. Irgendwie sagt das jeder zu uns. Was ist da los? Sehen wir so müde aus? BDK-Gegner in Gongago hinzugekommen. Woher kennen wir die? Die Gonga-Pilze hier wachsen wild. Man kann so viele sammeln, wie man will. Das in Midgar sind sie eine teure Spezialität, oder? Das habe ich gehört, ja. Kann man denn lesen, was da steht? Nee, ich glaube nicht. Nee, das ist nur irgendwas gekritzelt. Irgendein Gekritzel ist das. Das kann man leider nicht erkennen. Hier sind noch ein paar Gräber. Etwas über die Geschichte unseres Dorfes erzählen. Oh ja, ich bin dabei. Ich hör zu. Ein trauriges Ereignis, das immer noch seine Schatten über uns wirft. Mhm. Ihr kennt ja unseren Makro-Reaktor. Ja! Ja! Erzähl weiter, Mann! Da will ich ein bisschen History mitbekommen und dann sowas. Okay, wir gehen in die in das Dörfchen. Und wir sollen uns ja ausruhen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir da auch ein Anschlagbrett haben. Und die Möglichkeit haben, ein paar Aufgaben zu erledigen. Ach, guck mal hier. Na du? Und? Wie war die Fahrt im Buggy Cloud? Der Knaller. Durch seine speziellen Räder kann man mit ihm auch problemlos die Wüste durchqueren. Und Wasser. Du kannst sie also ruhig noch etwas mehr erkunden. Vielleicht sogar, um noch ein paar Berichte über die Wüste für mich zu erstellen. Okay. Ist ja jetzt was freigeschaltet? Okay. Falls ich dir mit irgendwas behilflich sein kann, lass es mich einfach wissen. Das werde ich tun. Also, wir laufen hier erstmal rum. Wir können mit unseren Leuten reden, sehe ich gerade. Das mache ich. Ah, guck mal da. Da ist wieder Rico. Puerto Rico. Das hey, ist also der berühmte Gonga-Pilz. Ja. Wie kommt der eigentlich immer hier hin? Zu solchen Schön, Orten. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin ein richtiger Glückspilz. Komm, machen wir ein Foto. Vor allem machen wir ein Foto. Er macht einmal ein Foto von mir. Die Zeit scheint hier wirklich etwas langsamer zu vergehen. Alle Menschen, aber auch die Tiere, wirken so viel entspannter als anderswo. Mhm. Ich möchte diese idyllische Atmosphäre unbedingt festhalten. Das ist schön. Bitte gib mir Bescheid, wenn du einen guten Ort für ein solches Foto findest. Wir sind das ja, ist also der berühmte Gonga. Wir sind halt ein Experte, wenn es um sowas geht. Ah, da soll ich ein Foto machen. Sehe ich ihn zum ersten Mal. Welch herrliche Farbe. Da läuft ja. einem ja selbst hinter der Linse das Wasser im Mund zusammen. Ja, so eine Pilzpfanne hätte ich schon Bock drauf. Mein guter Barrett. Wenn das alles vorbei ist, ja. hätte ich nichts dagegen, hierher zu ziehen und auf dem Land zu leben. Eine schöne Abwechslung. Ja. Marlene und ich könnten zusammen die Felder bestellen. Was wir wohl anbauen würden. Marihuana. Oh. Schwarze Millen und rote Schillen. Kürbisse. Kürbisse, die passen zu dir. Hä? Wieso das denn? Was? Erinnern mich an deinen Dickkopf. Hast wohl einen Clown gefrühstückt. Oh, das war nicht so nett. Aber ich fand's lustig. Noch haben wir Zeit, den Planeten zu retten. Shinra hat großen Schaden angerichtet, aber noch ist es nicht zu spät. Oh, schön. Tut mir leid, Barrett. Das war nicht mein... Das war nicht mein Plan, dich so zu dissen. Vielleicht ja doch. So, hier gibt's Holzfäller. Mal gucken, was sie so... Weh, du kriegst das nicht mit einem Hieb hin, Kollege. Ein Hieb. Mehr gebe ich dir nicht. Oh lala, nicht schlecht. Der versteht was vom Holzhacken.
Gut, gut. Wo sind denn die restlichen Teammitglieder? Ich will mit jedem reden. Hier oben ist niemand. Nö. Okay, es ist doch größer, das Dorf. Ich dachte, es ist nur diese Ecke, aber es ist schon nicht klein. So, was ist das hier? Da kann ich rein, ne? Um Bücher zu kaufen, oder was? Was ist das hier? Hi. Die Zauberfibel von Gongaga. Ein schönes, dickes Buch. Mehr brauche ich nicht zu meinem Glück. So ist es. Herzlich willkommen. Was darf's denn heute sein? Ach, hier kann man sich leveln, ne? Ja, okay. Nee, leveln brauche ich nicht. Danke. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ich freue mich schon. Ich auch. Tschüss. Herrje, das muss ja eine halbe Weltreise bis hierher gewesen sein. So, dann gehen wir doch mal hier lang. Wo sind denn alle? Ich habe bisher nur Barrett gefunden. Geht's da oben auch irgendwo lang? Ich muss da runter. Da ist eine Kiste. Wie komme ich runter? Da ist eine Kiste. Ich glaube sogar mit einer Waffe, ne? Ich darf das nicht vergessen. Was gibt's denn hier? Hi. Oh. Chocobo. Oh, sehr gut. Das ist die Chocobo-Farm hier. Tauschen. Was gibt's denn hier Schönes? Skorpionhelm, Schatzsucherkappe. Wir haben 9. Das heißt, ich kann das komplette Set holen. Die muss ich auch eigentlich höher holen, aber ich hätte gern das hier. Ja. Ja und ja. Danke. Bis bald. Au revoir. So, kann ich jetzt hier schon tauschen? Ja, klar. Muss freigeschaltet sein. Moment, aber wo ist denn... Kann man nicht mit irgendjemandem hier reden, der das freischalten kann? Irgendwas geht in der Nähe des Reaktors. Wenn ihr zum Reaktor wollt, braucht ihr erst die Erlaubnis von Sisney. Okay, klar. Danke. Für nichts. Was ist da hinten? Ist das Erich? Erich Besuch. Wer war das? Ist hier gerade mit 2 Typen da reingerannt? Das schaue ich mir später an. Das ist die Hauptstory. Du tust doch nicht das, was ich denke, Erich. Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, wie lange wir schon... So, wo haben wir denn unser Team? Nicht ohne mein Team. Schenkt mir euer Gehör. Oh Gott, hier kann man... Nee, nee, nee. Hau ab. Wenn das keine Nebenmission ist, mache ich das nicht. Gar keinen Bock. Okay, hier ist auch nichts. Kann ich hier ins Wasser? Das sieht sehr danach aus. Hier war das, glaube ich, ne? Das sieht aus wie eine Waffenkiste. Die Farbe, ich glaube, diese Farbe bedeutet Waffe. Deswegen, ich muss hier hin. Rotes Megafon. Doch keine Waffe. Was ist denn ein rotes Megafon? Oder hast du... Doch, du hast diese Waffe. Gelbes Megafon? Eisenmegafon. Wahrschlagerei. Puh. Das ist ein Riesenunterschied hier. Ein Megafon für leidenschaftliche Anfeuerungsrufe. Direkt mal anlegen. Habe ich irgendeine S-Bar, die ich dir geben kann? Nein. Aber sowas hier. Glücksritter erhöht das Glück beim Reiten auf dem Mogri um 100%. Hört sich gut an. Mogri-Angreifer erhöht den erteilten Schaden des Mogris um 10%. Kritischer Schaden... Plus 10%, auch nicht schlecht. Mach ich das? Cool. Kate Sith. Heißt gar nicht Kate Sith. Barrett hat den irgendwie anders genannt. Kate oder sowas. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist.
Okay, laut Map. Zielbereich, ja. Aber kann ich nicht irgendwie... Okay, so kann ich besser schauen. Erichsburger Besuch. Ja, ja, ja. Ach, hier ist das schwarze Brett. Direkt neben Rico. Das ist ja toll. Ja, da muss ich hier wohl... Muss ich hier wieder rauf. Raus aus dem Wasser, rauf zu unserem Freund Rico. Puerto Rico. Kann ich hier auch raus? Das geht. Dann geht das natürlich ein bisschen schneller. Hier. Da ist es doch. Oh mein Gott, habe ich das voll übersehen, ey. Was gibt's denn hier Schönes? Haben wir ein paar Aufträge? Einen haben wir. Der Traum von der perfekten Waffe. Eremit und Waffenschmied hat uns diesen Auftrag zu geben. Isos Werkstatt. Mein Ziel ist es, die ultimative Waffe zu bauen. Aber davon bin ich noch weit entfernt. Irgendetwas fehlt. Mist, das kann es doch nicht schon gewesen sein. Das nehmen wir natürlich an. Vielleicht haben wir die Möglichkeit, diese Waffe selber zu nutzen. Lokal Gongaga Salon. Oh nö. Ja, das. Die Empfehlung ist der grüne Gongaga. Das Beste für Körper und Seele. Trink ich. Na, was habe ich gesagt? Der gute Cloud verträgt wohl nichts. Komme ich hier wieder raus? Ne? Okay, nein, spielen will ich wirklich nicht. Au revoir. So, mit Barrett habe ich schon geredet. Okay, aber... Hä, wo ist denn der Rest? Wo ist der Rest? Ich gehe mal hier hoch. Hierher! Kommt her! Haben die mich gemeint? Wahrscheinlich nicht. So, was ist hier drin? Waffenladen. So eine Axt kommt bestimmt auch durch das Dickste. Oh, Kundschaft? Immer hereinspazieren. Ja, ich bin schon längst da. Was hast du denn für uns? Okay. Seelenohrring. Nein. Krokodilarmreif. Banditenreif. 4500. Weißt du was? Wir geben mal ein bisschen Geld aus. Das ist was für Cloud. Ja. Und für unseren restlichen Trupp kann ich das hier holen. 3, 4, 5 Mal. Warum nicht? Alle bis auf unsere Katze. So, danke sehr. Ich glaube, ich habe mich noch meine Wunde aufs Ohr. Ja, okay. So, wo ist das gute Stück? Banditenreif. Yes. Physische Abwehr geht hoch und magische Abwehr. Und wir können hier noch eine Materie einsetzen. Und zwar... Schauen wir mal. Was haben wir noch frei? Materialismus. Erhöht die Stufe verbundener Materie um 1. Materie auf Höchststufe sind davon ausgenommen. Okay. Aber noch irgendwas? Tatsächlich nicht. Das ist natürlich schade. Max. Ermöglicht den Einsatz von Feuer anwendbar. Feurer und Feuger. Aber warum? Warum kann ich das nicht machen? Moment, was? Magie. Warum sehe ich das jetzt erst? Vitaga. Aber warum kann ich das nicht im Kampf nutzen? Oder kann ich das nutzen? Kampfeinstellung vielleicht? Für Cloud? Hm.
Ich überlege gerade, Ausrüstung Materia. Moment. Das kann man doch bestimmt irgendwo machen. Kraftfresser. Heilen, Glut. Aber warum kann ich denn? Das Ding ist auf Stufe 3. Glut hier zum Beispiel. Aber warum kann ich kein Feuer anwenden im Kampf? Waffenmodifikation? Nee, ist auch nicht, ne? Magie? Müsste eigentlich über Magie gehen. Ich glaube, ich muss das mal. Ich muss das mal mir angucken in Ruhe. Und ich glaube, irgendwas. Irgendwas muss ich hier doch verändern können, so dass ich das auch im Kampf nutzen kann, oder?